Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Ghost of a Tale. Wir haben den Strand gefunden und ein Piratenschiff, das hier anscheinend auf Grund gelaufen ist. Und es gab eine epische Schlacht, die haben wir leider nicht gesehen, zwischen den Rattenwachen und den Piraten. Ratten, wie auch immer. Ich weiß nicht genau. Ja, und wir haben hier einen Haufen Brisanz gefunden, das wir bestimmt hier irgendwo hintragen müssen, um irgendwas in die Luft zu jagen. Vielleicht irgendwas hier in dem Fels. Bin mir noch nicht so sicher. Hier sieht irgendwie nichts danach aus, als könnte man es wegsprengen. Oh, hier liegt noch einer. Ich dachte auch, wir könnten von den Piraten vielleicht die letzte Montur finden. Uns fehlt ja, glaube ich, noch ein Gürtel. Boah, nicht in die Dornen rutschen. Ja, ein Gürtel müsste uns, glaube ich, noch fehlen. Dann hätten wir die komplette Piratenmontur. Ah. Das sieht aus, als könnte man es wegsprengen. Aber, oh Gott. Bis hierhin das Brisanz tragen? Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Krieg's hier nicht drüber, ne? Und der Radius reicht nicht. Wir anders laufen? Hier so lang? Ne, ist ein zu großer Umweg. Wir haben es jetzt hier auch nur ganz knapp hingeschafft. Das explodiert ja gleich. Der Baumstumpf ist tatsächlich ein Problem. Müssen wir vielleicht mehrere Brisanz hier hinbringen? Und eines bringt die anderen zur Explosion? Hätte ich anders laufen können? Kann ich hier drüber laufen, wenn ich Brisanz trage? Nee, ne? Vielleicht muss ich hier durch. Damit könnte ich ein paar Meter gut. So, und jetzt. Wenn wir da so rumgehen. Ah, ich hätte das vorher probieren sollen. Nein, nicht festhängen. Oh Gott. Schaffen wir das noch? Es ist nur die Frage, wie kommen wir an dem Baumstumpf vorbei? Probier's mal nochmal. Wir können nicht... Nee. Wie kommen wir denn... Hätten wir hier rumgemusst? Aber es explodiert ja jetzt schon fast. Oh Gott. Ich versuch's jetzt einfach mal. Es bringt das andere nicht zur Explosion. Und hier hinten hat's jetzt gar nichts bewirkt. Weil der Radius nicht ausgereicht hat. Ah, der Baumstumpf ist einfach im Weg. Wieso können wir den nicht wegspringen? Was passiert, wenn uns hier das Brisanz ausgeht? Geht das nach? Können wir nochmal hierher kommen, wenn nichts mehr da ist? Oder braucht sich das gar nicht auf? Wie kommen wir denn da um den Baumstumpf herum? Der Baumstumpf ist ein echtes Problem. Okay, das ist kein Problem. Das sollte reichen.
Was? Das hat nicht gereicht? Immer das jetzt zur Explosion, das ist mir einfach zu heikel. Das hat nicht gereicht? Aber das Geröll war doch schon im Radius. Na gut, dann nochmal. Hab nichts genommen. Nochmal. So, möglichst dicht hier und dann möglichst geradlinig. Geradlinig, Tilo? Nein. Du bist jetzt nicht mehr? Doch, jetzt können wir es wieder aufnehmen. Ach, jetzt fehlt uns da so ein Pixel, weil wir an den Steinen hängen geblieben sind. Das geht jetzt nicht mehr, ne? Nee, das reicht wieder nicht. Ah, Fluch. Weil wir an diesem Stein hängen geblieben sind. Wie ist denn das nur gedacht? Nee, das reicht wieder nicht. Wir müssen hier durch. Aber hier sind wir jetzt hängen geblieben. Wie ist denn das? Wenn ich ein bisschen versuche zu tricksen. Wir drehen uns ja nur auf der Stelle, ne? Ich hoffe, das funktioniert jetzt. So, hier gehen wir aber mal durch. Na, was machst du denn, Thilo? Lauf doch nicht im Zickzackkurs. So. Weil es stellt sich auch immer direkt vor, das Zeug. Kann auch kein Pixel gut machen. So, hier müssen wir einmal nochmal durch. Hier versuchen wir nochmal zu tricksen. Vielleicht irre ich mich ja auch und das bringt eigentlich gar nichts. Ich weiß auch nicht, wie das hier sonst gedacht ist. Gott sei Dank zählt das Absetzen bzw. Drehen nicht wirklich als Bewegung. Kann natürlich auch sein, dass das hier gar nichts bringt und hier ist gar nichts, was man in die Luft jagen soll. Vielleicht war das nur ein Grafikfehler. Haben wir noch genügend Stückchen dafür? Können das nicht in die Luft jagen. Aber dahinter, das sieht so aus, als gäbe es da was. Wo ist das Brisanz dann gut? Was sollen wir damit tun? Ist doch viel einfacher und ist es hier irgendwas zum Aufspringen? Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Viel weiter kommen wir damit aber auch nicht. Also es muss irgendwas hier sein. Das sieht aber auch so aus, als könnte man es wegspringen. Müssen wir vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt nochmal versuchen. Vielleicht fehlt uns irgendwas.
Schade. Aber gut. Wir hatten dafür in den Folgen davor einen richtig guten Lauf und richtig gute Sachen, die wir quasi beendet haben. Die müssen wir auch noch alle abgeben, die ganzen Quests. So, hier waren wir noch gar nicht an dem Wasser. Wie spät haben wir es eigentlich? 3 Uhr am Nachmittag. Wir könnten eigentlich hier noch Zeit verbringen. Weil wir müssen ja den Schmied noch treffen. Er will uns ja hier irgendwo noch treffen, an den Klippen. Okay, hier ist nichts. Wofür das Brisanz? Der sieht aus, als wäre ein Kommandant gewesen. Oh, was haben wir hier? Schatullenschlüssel. Nein! Dass man hier aber auch für alles einen Schlüssel braucht. Jetzt nicht wirklich was gebracht, hier hochzuklettern. Wieder auch eine Rose? Haben wir die vorhin übersehen? Oder sind wir gerade einen anderen Weg zurückgegangen? Oh, dann erfahren wir ja was mit Brienne ist. Das sind diese komischen Würmer, ne? Aber wir haben keinen explodierenden Kiefernzapfen. Liegt jetzt auch keiner rum. Vielleicht finden wir noch welche. Lesen wir erstmal, was jetzt mit Brienne ist. Ich bin jetzt neugierig. Die zwei Wachposten hielten euch am Kontrollpunkt eine gefühlte Ewigkeit lang fest. Sie warteten verunsichert auf ihren Feldwebel, der entscheiden sollte, was zu tun war. Dieser verfluchte sie für ihre Dummheit und bettete deinen Sohn in seinen Umhang. Dann bestieg er sein Reittier und ritt wie der Wind Richtung Mine. Doch Brienne starb in dieser Nacht, dort auf der Straße nach Tern. Och nö. Och nö. Der Kommandant ist da extra noch... Och Mann. Brienne ist also an den Spinnenbiss gestorben. Och Mann. Chilo. Dieser Ort ist das reinste Labyrinth. Wie soll man sich denn hier zurechtfinden? Sind wir jetzt im Kreis gegangen? Oder ist das hier ein anderer Strand?
ein anderer Strand, oder? Bin verunsichert. Nee, es ist der Strand, von dem wir gerade gekommen sind. Ach, ist das verwirrend hier. Hier könnte ich jetzt wirklich eine Map gebrauchen. Zaun? Flammen? Ich glaube, die blauen Flammen zeigen immer einen Weg in die Katakomben. Aber wir kommen da jetzt nicht rein. Kommt doch dann gleich so ein Wurm getriggert, wenn ich mich nicht irre. Mag ich doch. Oh, Piratengürtel. Damit haben wir die komplette Montur. Hänge fest. So. Kann den aber auch nicht abwerfen oder so. Aber jetzt haben wir die komplette Montur, oder? Pirat, Pirat, Pirat. Weitläufer, Dieb. Ja, ist keine. Scheint keine aktive Mission mehr zu sein. Jo. Probieren wir die doch mal an. Wir sehen aus wie Pirat Pulverfass. Yay! Die Frage ist nur, ich weiß, dass wir irgendwas damit hätten triggern können. Bin gerade unsicher. Ach, wo geht's denn jetzt hier eigentlich lang? Das ist der nächste Punkt. Ich habe mich völlig verlaufen. Wo sind wir? Was machen wir hier und wo wollten wir nochmal hin? Es gab hier auf jeden Fall die Möglichkeit, den Schmied zu treffen. Wir sollen ihn bei den Klippen treffen, am Strand, oder? Aktiv. Trifft den Schmied auf den Klippen. Auf den Klippen, okay. Und ich vermute mal nachts. Das passt ja ganz gut. Wir irren hier eh gerade noch rum. Und ich mache das wirklich nicht mit Absicht. Ich habe gerade echt keine Ahnung, wo es lang geht. Hier liegen so viele Leichen rum, an denen kann man sich ja noch nicht mal orientieren. Und wo sind wir denn hergekommen? Ja. Ich habe mich völlig verlaufen. Ich finde den Weg nicht mehr. Ich habe keine Ahnung mehr. Wo wir sind oder wo wir hin müssen. Moment, hier sind wir noch nicht lang gelaufen. Und da ist auch noch eine Rose. Kurz orientieren. Ach du liebe Güte, hier geht's ja auch noch lang.
Oder sind wir von hier gekommen? Ich weiß gar nichts mehr. Ich hab völlig die Orientierung verloren. Ich glaube, wir sind von hier gekommen. Das kommt mir doch bekannt vor, diese Dunkelheit. Wir sind von hier gekommen. Alles klar. Dann kommen wir von hier aus also auch wieder zurück. Jetzt müssen wir nur noch rausfinden, wo wir den Schmied treffen sollten. Und wenn ja, wann? Da gehen wir gleich noch lang. Hier sind wir vorhin lang, als erstes. Dann nehmen wir jetzt hier die Rose noch mit. Der Frühling kam, brachte aber keine neuen Blumen. Auf den Feldern verdorrte die Ernte und die Blüten erstickten, genau wie in Briens Grab unter den Spinnennetzen. Merra stand schweigend auf dem Hügel und beobachtete, wie eine Reihe von Handkarren und Wagen Hameln verließ. Das Dorf lag zwischen brennenden Feldern, eine Insel in einem Meer aus Gold. Ach Mensch. Ach Mensch. Ich hätte mir eine schöne Geschichte für Thilo gewünscht. Aber gut, wir bringen diese Geschichte wenigstens zu einem schönen Ende. Wir bringen ihm Merra zurück. Wir müssen jetzt nur halt einen Weg finden oder den Punkt finden, wo der Schmied uns treffen wollte. Ich vermute bei dem Schiff. Denke ich mir jetzt einfach mal. Diese Fässer Brisanz haben bestimmt noch irgendeine Bedeutung. Kann uns der Schmied garantiert beantworten. Hoffentlich laufen wir jetzt nicht in eine Falle. Sind wir vielleicht zu früh? Ich glaube, wir sind zu früh, oder? Hier sind auf jeden Fall die Klippen. Da ist ja das Schiff zerschellt. Auf den Klippen. Im Text steht am Strand, aber hier wird gesagt auf den Klippen. Also müssen wir irgendwo draufklettern? Würde ja sonst heißen an den Klippen. Ich glaube, es ist einfach noch zu früh. Halt nicht sicher, ich sehe ihn nirgendwo. Ach, das war jetzt keine so sinnvolle Folge. Vor allem, weil ich hier so wirklich ziellos rumirre. Und dann auch hier dieses gescheiterte Experiment mit Brisanz. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man das hier wegsprengen kann. Das muss hier doch einen Grund geben. Das kann doch, oder ist das hier wirklich nur einfach ein Grafikding? Einfach eine Lücke im Fels. Aber wofür gibt es das Brisanz? Warum ist das hier? Warum kann man es benutzen? Fragen über Fragen und der Schmied ist nicht da, um sie zu beantworten. Er kann uns bestimmt sagen, wofür das Brisanz ist.
Was tun? Also ich würde hier jetzt tatsächlich noch kurz warten wollen, bis es Mitternacht ist oder so. Vielleicht taucht der Schmied dann auf. Die Musik. Warte mal, vielleicht trifft er uns hier. Kann ich mir aber nicht vorstellen, der Wurm ist ja noch da. Ich keine Ahnung, wo der Schmied uns treffen will. Hätte hier vielleicht gedacht, so eine Art Sackgasse, prädestiniert für ein Treffen? Ja, Moment. Vielleicht liegt das an meinen Orientierungsschwierigkeiten, aber ich glaube, wir waren ursprünglich von hier, oder? Sind wir von hier gekommen? Wir sind von hier gekommen. Denke ich. Bin verwirrt. Man merkt es vielleicht nicht. Oh Gott, hier geht's ja auch noch weiter. Falle ist das nicht, ne? Waldläufer! Hier ist so eine Kapuze. Kerzen kann ich nicht mehr tragen und wir haben endlich eine Karte. Ach, den Himmel sei Dank, eine Karte. Also, wo könnte er uns treffen wollen? Und hier gibt es tatsächlich zwei Gänge, oder? Man könnte jetzt eigentlich meinen, dass er sich hier mit uns treffen wird. Wir haben es jetzt 10 Uhr. Ich würde einfach mal hier einen Cut machen, tatsächlich. Und nächste Folge setzt dann mit dem Treffen ein, falls es zu einem Treffen kommt. Ansonsten werden wir dann nächste Folge einfach die Aufgaben mal wieder abliefern. Wird auch mal Zeit, dass wir da ein bisschen loswerden. Ich habe euch jetzt hier lang genug aufgehalten, tatsächlich, dadurch, dass ich hier einfach sinnlos rumirre. Und wir machen das dann nächste Folge einfach so. Also wenn es ein Treffen gibt, beginnt dann dort die nächste Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann. Ciao!